Hunde sind die besten Freunde des Menschen. Doch wie viel sind Menschen tatsächlich bereit, für einen Hund zu bezahlen? Schau dir dieses Video bis zum Ende an, um den Hund zu sehen, der auf Platz 1 der teuersten Rassen ist. Belgische Zwerggriffons. Der Brüsseler Griffon ist ein kleiner Begleithund, der vor Energie sprüht. Er ist fröhlich, enorm klug, aufmerksam und sehr egozentrisch. Er wiegt kaum 5 Kilo, hat aber den Charakter von 10 Hunden zusammen. Mit ihm wirst du dich nie langweilen. Er ist sehr neugierig, liebt es zu spielen und treibt oft allerlei Schabernack. Ursprünglich aus Belgien wurde er auf Bauernhöfen zum Fangen von Ratten eingesetzt. Wahrscheinlich ist er eine Kreuzung zwischen einem Affenpinscher und dem belgischen Griffon de Curie. Ende des 19. Jahrhunderts wurde er mit dem Mops gekreuzt, was zu seiner charakteristischen Schnauze führte. Erst später im 20. Jahrhundert wurde er in den höheren Gesellschaftsschichten bekannter und wurde dann zum Begleithund. Da es sich um eine seltene Rasse handelt, ist dieser Hund recht teuer in der Anschaffung. Um einen Brüsseler Griffon als Haustier zu haben, musst du für einen Welpen etwa 4.600 Euro bezahlen. Der ausgestorbene Molosser. Mit 10 Monaten können Welpen dieser Rasse schon rund 80 Kilogramm wiegen und bis zu 12 Tassen Futter oder 2 ganze Hühner pro Tag fressen. Wenn er auf seinen Hinterbeinen steht, kann der Molosser bis zu 1,80 Meter groß sein. Er galt als ausgestorben, wurde aber durch selektive Kreuzungen wieder zum Leben erweckt. Diese Rasse wurde vom antiken griechischen Stamm und Königreich der Molosser, die in der Region von Epirus lebten, gehalten. Die Molosser waren im gesamten Altertum für ihre beeindruckende Größe und Wildheit berühmt. Der relativ neue Molosser-Typ ist eine Kreuzung zwischen der neapolitanischen Dogge und der englischen Bulldogge. Die Rasse wurde von Marcus Curtis aus Riverside, Kalifornien, in den USA entwickelt. Er arbeitete 8 Jahre lang daran, den ursprünglichen Rassetyp, der 5000 vor Christus existierte, wieder zum Leben zu erwecken. Obwohl es Meinungsverschiedenheiten darüber gibt, ob diese Rasse gezüchtet werden sollte oder nicht, sagt Curtis, dass er keinen bösartigen, unbarmherzigen Hund geschaffen hat, sondern einen loyalen, beschützenden Wachhund. Ein Welpe kostet rund 4.200 Euro. Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Diese Hunderasse, besser bekannt als Toller, zeichnet sich durch ihre Apportierfähigkeiten aus. Der Toller ist ein kleiner, energiegeladener Hund, der im 19. Jahrhundert von Sportlern im Little River District des Yarmouth County in Nova Scotia gezüchtet wurde. Er ist ein Arbeitshund, der vor allem bei der Jagd eingesetzt wurde und wird. Er imitiert das Verhalten von Füchsen. Auch sein Fell hat eine ähnliche Farbe und er ist sehr schnell. Das erschreckt Enten vor der Küste, die so ins Schussfeld von Jägern gelangen. Toller sind mit einem Gewicht von 16 bis 23 Kilo die kleinsten der Retriever-Gruppe. Sie sind leicht zu trainieren, aber unabhängig. Sie gehorchen nicht immer und wer seinen Toller nicht zur Jagd einsetzt, wird mit ihm viel spielen müssen, denn das Apportieren liegt ihm im Blut. Einer dieser seltenen Welpen kostet rund 4.300 Euro. Pharaonenhund. Der Pharaonenhund ist der Nationalhund von Malta. Er gilt als mutig, stark und treu. Er hat einen starken Jagdtrieb, daher muss dieser Hund an der Leine geführt werden. Ein Pharaonenhund ist generell recht teuer. Es wird unterschieden zwischen Welpen, die als Haustiere gehalten werden, und Welpen für die Zucht. Der Preisunterschied hängt von Stammbaum und Zuchtbetrieben ab. Die Preise für Pharaonenhundwelpen variieren zwischen 1.600 und 2.100 Euro. Diese Welpen haben in der Regel eine normale Abstammung, sind zu mehr als 95% reinrassig und werden hauptsächlich als Haustiere gehalten. Der Pharaonenhund ist ein Familienhund, er liebt die Aufmerksamkeit von Menschen. Welpen von bekannten Züchtern kosten zwischen 2.500 und 8.400 Euro, herausragende Exemplare mit exzellenter Abstammung sogar noch mehr. Diese Hunde werden normalerweise für Hundeausstellungen gezüchtet. Akita.
Nicht nur die Anschaffung, sondern auch der Unterhalt eines Akitas ist sehr teuer. Der Akita kommt ursprünglich aus den Bergregionen Japans und ist eine kräftige, unabhängige und dominante Rasse, die Fremden gegenüber oft distanziert, aber gegenüber Familienmitgliedern anhänglich ist. Du hast wahrscheinlich den Film Hachiko, eine wunderbare Freundschaft gesehen. Dieser Film basiert auf der wahren Geschichte eines Akita-Hundes namens Hachiko, der jeden Tag zum Bahnhof von Tokio ging und auf die Rückkehr seines Besitzers wartete. Als er starb, kam Hachiko noch 9 Jahre lang treu zum Bahnhof und wartete auf den Mann. Ein Akita-Welpe kostet zwischen 500 und 1700 Euro. Es gibt aber auch teurere, die für etwa 3800 Euro verkauft werden. Zusammen mit den Nebenkosten kommt man dann auf über 3700 Euro im ersten Jahr und danach etwa 1650 Euro jährlich. Im Laufe seines Lebens belaufen sich die durchschnittlichen Kosten für einen Akita auf etwa 22.000 Euro. Pitbull. Der American Pitbull Terrier oder kurz Pitbull ist eine Hunderasse, die für ihren Mut, ihre Ausdauer und ihre Aggressivität bekannt ist. Wenn du einen Begleithund suchst, dann sind Pitbulls mit eingeschränkter Zulassung das Richtige für dich. Diese Exemplare sind nicht zuchttauglich und werden in der Regel kastriert, bevor sie verkauft werden. Sie kosten zwischen 700 und 1100 Euro. Für die Zucht musst du dich für vollständig registrierte Pitbulls entscheiden. Diese sind natürlich viel teurer und variieren im Preis, abhängig von Stammbaum und Züchtern. Ein gewöhnlicher Pitbull-Welpe kostet zwischen 1.100 und 2.100 Euro. Er ist meist zu über 95% reinrassig und wird als Haustier gehalten. Pitbulls von bekannten Züchtern kosten zwischen 2.100 und 5.000 Euro. Sie sind von hervorragender Abstammung, 100% reinrassig und wurden für die Zucht für Hundeausstellungen oder für Wettbewerbe gezüchtet. Für den berühmten weißen Pitbull namens White Reno bot David Potter dem Besitzer Armando Perez tatsächlich eine Immobilie im Wert von 210.000 Euro an. Samoyede. Der Samoyede ist ein Langhaarhund aus Sibirien. Er wurde speziell zum Jagen, Hüten und Ziehen gezüchtet und ist für sein freundliches und liebevolles Wesen bekannt und ist eine der teuersten Hunderassen der Welt. Der Samoyede hat einen starken Instinkt, wegzulaufen und kilometerweit zu streunen. Daher sollte er immer an der Leine geführt werden. Samoyeden sind nicht gerade billig. Meist kosten sie zwischen 500 und 1300 Euro. Einige, vor allem solche aus preisgekrönten Blutlinien, können jedoch 2.500 Euro und mehr kosten. Hinzu kommen die hohen monatlichen Ausgaben für Futter, für Arztbesuche und für die Fellpflege, die allein zwischen 35 und 100 Euro monatlich kosten kann. Koreanischer Dosa-Mastiff. Da diese Rasse außerhalb von Korea recht selten ist, kommen meistens zu dem Preis für einen Welpen auch die Transportkosten hinzu, zusammen also mehrere tausend Dollar. Diese Hunde wurden ursprünglich zum Kämpfen gezüchtet. Sie sind riesig, haben aber ein sanftes und loyales Wesen. Diese Hunderasse benötigt nicht viel Aktivität, ein Spaziergang und gelegentliche Spielen reichen vollkommen aus. 2016 zahlte ein Inder in Bengaluru 253.500 Euro für den Kauf und Transport von 2 koreanischen Dosa-Mastiff-Welpen. Er war 20 Jahre lang auf der Suche nach dieser Rasse und wurde endlich fündig. Der Mann war ein begeisterter Hundeliebhaber. Er hatte zum Zeitpunkt des Kaufs der Mastiff-Welpen noch 15 weitere Hunde. Ciao Ciao. Etwas erschwinglicher ist der Chow Chow, ein kluger Wachhund mit tollem Fell. Und ob du es glaubst oder nicht, je flauschiger, desto teurer. Ein Welpe kostet zwischen 400 und 6.700 Euro. Diese Hunde haben eine reine Blutlinie und werden in der Regel für Hundeausstellungen oder zur Zucht verwendet. Die normalen Chow Chows von durchschnittlicher Qualität können für 750 Euro gekauft werden. Welpen sind in der Regel begehrter und können daher teurer sein.
Diese Hunde wurden üblicherweise als Haustiere von Berühmtheiten oder in Königshäusern gehalten. Tibet-Mastiff. Der Tibet-Mastiff, eine der größten Hunderassen überhaupt, ist erst im letzten Jahrhundert weltweit populär geworden. In China wird er zunehmend als Statussymbol angesehen. Deshalb sind die Preise für reinrassige Tiere in den letzten Jahren drastisch gestiegen. Der Durchschnittspreis für eine Tibet-Dogge liegt zwischen 2.500 und 4.200 Euro. Der teuerste jemals verkaufte Tibet-Mastiff wurde 2014 für exorbitante 1.650.000 Euro verkauft. Der Name des Hundes ist Dajewang, was so viel bedeutet wie beeindruckender König der Löwen. Definitiv ein passender Name für diesen stattlichen Hund mit einer Schulterhöhe von 79 cm und einem Gewicht von fast 91 Kilo. Tibet-Mastiffs gelten als die teuerste aller Hunderassen. Dieser Sennenhund stammt ursprünglich aus den schwindelerregenden Höhen des Himalayas. Wegen seiner Widerstandsfähigkeit, seiner Größe, aber auch wegen des sanften Wesens erfreuen sich diese tibetanischen Doggen seit jeher großer Beliebtheit. Welche dieser Hunderassen ist dein Favorit? Und würdest du auch so viel dafür zahlen? Hinterlass deine Antwort einfach in den Kommentaren. Und morgen gibt es ein brandneues Top 10-Video. Bis dann!